Einen schönen guten Abend in Österreich, meine Damen und Herren. Wir sind hier in Barcelona beim Europapokalspiel der Landesmeister zwischen dem FC Barcelona und Föst Linz nach 10 Minuten 0:0. Also das Spiel steht im Augenblick so, wie die erste Begegnung in Linz geendet hatte. Föst Linz spielt von links nach rechts in den ganz weißen Dressen, der FC Barcelona in den dunklen Dressen von rechts nach links. Und zwar in den traditionsgemäßen Dressen von Rot-Blau. Kurz die Aufstellungen vom FC Barcelona. Bisher der FC Barcelona drückend überlegen, aber Föst Linz hatte bereits zwei Kontermöglichkeiten. Barcelona im Tor mit Mora. Jetzt unterbreche ich Willi Huberts, Michael Lorenz und Torres. Also Mora im Tor vom FC Barcelona, Nummer 2 hat Rife, Nummer 3 Torres, Nummer 4 Costas, Nummer 5 De La Cruz. Im Mittelfeld mit Nummer 8 Juan Carlos, mit Nummer 6 Neeskens und mit Nummer 10 Asensi. Die Angriffsspitzen sind mit Nummer 7 Rejac, mit Nummer 9 Cruyff und mit Nummer 11 Klares. Föst Linz im Tor mit Fuchsbichler, Nummer 1, Nummer 2 Kircher, Nummer 5 Brzic, Nummer 3 Kottan, Nummer 4 Huberts. Im Mittelfeld Nummer 6 Milanovic, Nummer 8 Scharmann, Nummer 7 Stehering und Nummer 10 Ulmer. Also ein sehr gedrängtes Mittelfeld mit 4 Leuten und nur 2 Angriffsspitzen, nämlich Nummer 9 Lorenz und Nummer 11 Larionovs. Rejac. Die beste Möglichkeit für den FC Barcelona hatte bisher Johan Cruyff. Ein Schuss aus halbrechter Position und zur Ecke abgewehrt worden von Willi Huberts, der heute seinen 28. Geburtstag hier in Barcelona feiert. Eine Kontermöglichkeit haben Sie ja selbst mitbekommen. Vorher hat es schon zwei bessere gegeben. Einmal geführt von Stehering und ein Schuss von Michael Lorenz ungefähr von der Strafraumgrenze. Michael Lorenz hätte vielleicht in dieser Situation besser noch den Libero des FC Barcelona, Torres, überspielt. Hauptziel von Föst im Augenblick, das Spiel zu beruhigen, zu sich selbst zu finden. Foul an Neeskens von Milanovic. Milanovic hat die Aufgabe, Neeskens einzuengen. Torres. Und Ulmer, der technisch beste Spieler der Linzer. Freistoß. Wir sind in der 15. Spielminute. Willi Huberts. Und das müsste Eckball für Föst sein. Larionovs. Ulmer. Scharmann. Föst also nicht ungefährlich, wenn die Mannschaft im Konter zu Torchancen kommt, wenn die Mannschaft in den Strafraum von FC Barcelona kommt. Gut gemacht von Brzic und Stehering. Asensi und wieder Brzic. Kircher, der ein so glänzendes Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft gegen Ungarn gefeiert hat. Ulmer. Rejac.
wie der Reschak und Neskens. Die Angriffsspitzen von Barcelona wechseln die Positionen. Klares sehr oft auf der rechten Seite und dafür Reschak links. Juan Carlos. Reschak ist ja der neue Mann in der Mannschaft des FC Barcelona. Er ersetzt Martial, der in Linz ausgeschlossen wurde und hier heute nicht spielen darf. Sicher eine Erleichterung für die Aufgabe von Föst, dass nur rund 50.000 Zuschauer ins Stadion, das ja 100.000 fast gekommen sind. Asensi, Juan Carlos de la Cruz, Reschak. Gut gemacht gegen Kircher. Asensi und Eckball. Fuchsbichler. Foul an Milanovic von Neskens. Das Spielfeld hier in Barcelona ist ungewöhnlich breit und ungewöhnlich lang. Es hat Ausmaße von einer Länge von 103 Metern und ist 72 Meter breit. Also Spitzenwerte für internationale Spiele. Sehr gut schlagen sich die beiden Angriffsspitzen von Föst in der ersten Viertelstunde. Asensi. Klares. Cruyff und Stering ist im Augenblick bei ihm. Kircher. Lorenz Kircher. Der rechte Verteidiger auf der linken Seite. Föst passt sich dem Spiel des FC Barcelona an. Stering. Ulmer. Torabstoß. Obwohl es auch indirekten Freistoß für Föst Linz hätte geben können, denn Ulmer ist gesperrt worden, aber der Schiedsrichter Kitab Can aus Frankreich hat sich für Torabstoß entschieden. Larionovs. Foul von Klaras an Stering. Nein, Kostas war es, der Vorstopper. Foul an Stering von Kostas. Kottan, Schamann sind bereit und auch Ulmer. Guter Schuss von Kottan. Ungefähr einen halben Meter über das Tor.
beim Training hier im Stadion haben die Linzer Spieler festgestellt, dass die Tore niederer sind als im Linzer Stadion, ungefähr um Handbreite. Bestimmt entsprechen sie nicht den Normen. Ein Tor soll ja 2,44 Meter hoch sein. Nicht ungefährlich diese Flanke von De La Cruz. Stering, Kircher, Lorenz, Brzic für Milanovic, Huberts, Stering, Reschak. Und schon wieder war Stering da, aber dieser Pass ging zu Cruyff. Und das ist das 1:0 nach einem Pass von Johan Cruyff. 1:0 für den FC Barcelona durch die Nummer 11, durch Klares, nein, durch Asensi. Torschütze Asensi nach einem Pass von Cruyff in der 22. Minute. War viel Pech dabei. Stering ist in einen Pass hineingesprungen, hat ihn aber nur verlängert und leider zu Cruyff. Und Cruyff von links außen zu Asensi und Asensi erzielte das 1:0. Cruyff. Torres. Reschak. Kostas hat geschossen und wieder wäre Asensi da gewesen. De La Cruz und Kircher. Cruyff, er dirigiert sogar beim Out-Einwurf. Jetzt kommen bange Minuten für Föst Linz. De La Cruz. Schaman. Wieder Schaman. Und Tormann Mora. Im Augenblick also der FC Barcelona für die nächste Runde im Europapokal der Landesmeister qualifiziert. 1:0 für Barcelona, Torschütze Asensi. Torres!
im Augenblick Vorchecking von Barcelona. Ein Mann, der das besonders gut kann, Johan Neeskens mit der Nummer 6. Der holländische Internationale, der in dieser Saison während der Weltmeisterschaft zu Barcelona gekommen ist. Milanovic, Brzić, Torres und Asensi für Cruyff. Eckball. Föst hat in den ersten 25 Minuten gut gespielt, hat mitunter das Spiel beruhigt, hatte es schon unter Kontrolle. Da kam dieses unerwartete Tor, bei dem, wie ich schon gesagt habe, viel Pech dabei war. Sterling, Neeskens, Cruyff. Foul von Kostas an Kotan und Brzić. Der ehemalige jugoslawische Internationale im Abwehrzentrum von Föst Linz. Rešák. Neeskens, wieder Rešák. Riffe. Und Tor durch Klares. 2:0 für den FC Barcelona. Torschütze Klares. Weit zu 0, also durch Klares nach einem Pass von Riffe, dem rechten Verteidiger. Das Ganze passiert in der 29. Spielminute. 2:0 für den FC Barcelona. Und die Befürchtungen, dass Föst Linz dieser Aufgabe hier nicht gewachsen sein würde, beginnen sich zu erfüllen. Cruyff, Rešák, Neeskens und schon vorher abgepfiffen wegen Abseits. Föst Linz spielt ja zum ersten Mal im Europapokal der Landesmeister, überhaupt zum ersten Mal in einem der großen Europacup-Bewerbe. Und hier gleich auf Barcelona, diese renommierte internationale Mannschaft zu treffen, ist bestimmt eine zu große Aufgabe, eine zu große Anforderung an die Linzer, die bisher nur UEFA-Cup-Erfahrung haben und das auch nur aus einer Runde gegen Dynamo Dresden. Rešák. Klares und 3:0. 3:0 nach einer halben Stunde. Torschütze wieder Klares.
Föst-Linz hat im Augenblick vollkommen die Übersicht verloren. Die Mannschaft ist deprimiert. Sie hat den Gegner aus der Kontrolle verloren und der FC Barcelona macht im Augenblick, was er will. Cruyff. Asensi. Juan Carlos. Neskens. Noch immer Neskens. Abgepfiffen. Cruyff. Riefe. Freistoß für Föst. Eine Minute, um sich wieder etwas zu erfangen, etwas auf dieses Spiel zu besinnen. Es war Ziel der Taktik von Helmut Zenekovic, die erste halbe Stunde gut zu überstehen. Das ist nicht gelungen. 3:0 für FC Barcelona. 3 Tore innerhalb von 8 Minuten. Lorenz, Kircher. Asensi. Wieder Asensi. Und Kircher. Schaman. Gute Möglichkeit für Ulmer und herrlich reagiert von Mora. Guter Schuss gewesen von Fritz Ulmer, dem rangältesten Spieler bei Föst Linz. Er stammt aus jener Mannschaft, die noch in der Regionalliga gespielt hat. Schaman, Lorenz, Reschak, vollkommen offen. Technisch besser vor allem der FC Barcelona mit seinen Superstars. Mit Johan Cruyff, Johan Neskens, den beiden Holländern und Asensi, der die Rolle des Regisseurs aus dem Mittelfeld glänzend versteht. Ah.
Kostas für Rejšák und da kommt Cruyff. Cruyff, noch immer Cruyff. Schuss von Cruyff. Juan Carlos, das haben Sie gesehen, hat trotzdem die Bewunderung für diesen Schuss angedeutet, als er bei Cruyff vorbeiging. Johan Cruyff, der Mann, der für rund 40 Millionen Schilling vom FC Barcelona gekauft wurde und der als El Salvador, als der Retter des FC Barcelona hier gefeiert wird. Föstlinz kommt nicht daran, die Spielmacher nah zu decken. Neskens. Und er zwingt noch gegen Milanovic einen Eckball. Drei zu null in der 37. Minute. Die Mannschaft kann jetzt alles riskieren und das ist besonders gefährlich für Föst. Rejšák und abseits von Klares. Torres, Kottan versucht zwar Cruyff zu folgen, aber Cruyff entzieht sich heute der Bewachung. Ein Antritt und er ist ungefähr 4-5 Meter von seinem Bewacher entfernt. Sie kennen ja diesen gefährlichen Antritt des Johan Cruyff von der Weltmeisterschaft her. Neskens, Juan Carlos. Torres. Helmut Zenekovic hat versucht, seiner Mannschaft vor diesem Spiel hier die Scheu zu nehmen. Er hat gesagt, 100.000 in Barcelona, das ist nicht viel anders als rund 28.000 im vollbesetzten Linzer Stadion. Er hat gesagt, die Atmosphäre wäre die gleiche. Die Spieler sind auch recht selbstsicher hier ins Stadion gekommen, haben in den ersten 20 Minuten das Spiel beruhigt, haben es scheinbar unter Kontrolle gehabt. Das erste Tor hat aber dann eine Lawine ausgelöst. Drei Tore, wie gesagt, in 8 Minuten. Cruyff. Huberts für Lorenz. Etwas unbeholfen heute Michael Lorenz, der 22-jährige Deutsche von Preußen Münster. Und da hat Stering den Ball die Stiegen hinunter zu den Kabinen geschossen, auch um Zeit zu gewinnen.
denn Zeit ist ungefähr das Einzige, das Föst hier noch gewinnen kann. Die Niederlage erträglich zu gestalten, das muss jetzt die Absicht der Linzer sein. Reschak. Unerhört beweglich das Spiel des FC Barcelona. In Bewegung gesetzt von Cruyff und Neeskens, aber auch von Asensi. Und Kopfball von Asensi. Völlig frei gewesen wieder. Die Linzer machen einander Vorwürfe. Aber ich glaube, man kann nicht einen Einzelnen als Schuldigen hervorheben. Die ganze Mannschaft ist einfach dem Gegner nicht gewachsen. Noch 4 Minuten bis zur Pause. 3:0 im zweiten Spiel zwischen Föst Linz und dem FC Barcelona in Barcelona. Europapokal der Landesmeister. Torres, Neeskens. Wieder Torres, Reschak. Cruyff. Schuss von Cruyff. Drei Minuten also noch, 3:0 für FC Barcelona. Es sind beide Bezeichnungen richtig, sowohl CF Barcelona, wie der Club früher geheißen hat, als auch FC Barcelona. FC Barcelona ist katalanisch und CF Barcelona spanisch. Club de Football oder Football Club Barcelona. Larionovs. Schaman. Klares. Gegen Brzic. Juan Carlos Reschak. Antritt schneller, technisch besser, das ergibt die Überlegenheit des FC Barcelona. Torres. Die Formationen der Linzer haben sich aufgelöst. Die Mannschaft steht zwar zur Verteidigung bereit, ist aber nicht formiert, ist nicht mehr eingestellt auf den Gegner. Cruyff jetzt gegen Willi Huberts. Ungeheuer, was er kann. De La Cruz. Und Kirche gegen Asensi. Noch 1 Minute bis zur Pause. Klares, Neeskens, und hier haben die Linzer Glück gehabt, dass Schiedsrichter Kitab Chan dieses Foul in einen indirekten Freistoß, glaube ich, verwandelt oder ihn außerhalb des Strafraumes verlegt.
Hier schont er offenbar einen angeschlagenen Gegner. Neskens liegt noch verletzt am Boden. Aber ich glaube, er möchte die Schwere des Vergehens damit andeuten. Er dürfte nicht ernsthaft verletzt sein. Er will auch dem Publikum etwas Gelegenheit geben, gegen die Entscheidung des Schiedsrichters zu demonstrieren. Leider haben wir hier keine Wiederholungen, um dieses Foul noch einmal zu sehen. Jedenfalls ein Freistoß, eine milde Strafe. Die 45. Minute ist vorbei. Freistoß noch für Barcelona. Demonstrativ legt sich Cruyff den Ball in den Strafraum. Nur noch wenige Sekunden bis zum Pausenpfiff. Hier ist er zur Pause. FC Barcelona gegen Föstlinz im Europapokal der Landesmeister. 3:0, nachdem die erste Begegnung in Linz mit 0:0 geendet hatte. Die Torschützen vor der Pause, Klares 2, und zwar in der 29. und 30. Minute, und Asensi. Mit einem 0:3 Rückstand geht also Föstlinz in die zweite Spielhälfte hier in Barcelona vor rund 50.000 Zuschauern gegen den FC Barcelona. Barcelona hat zur Pause ausgewechselt, zwangsweise. Neskens spielt nicht mehr und an seiner Stelle kam Gallego, und das war ein Schuss von Klares. Gallego also anstelle von Neskens. Neskens ist bei einem Foul von Willi Huberts im Strafraum, man muss es zugeben, verletzt worden. Er ist dann von Trainer Rinus Michels gestützt in die Kabine gegangen. Er humpelte, er schien also tatsächlich verletzt zu sein, und er kann die zweiten 45 Minuten hier nicht mitmachen. Ein Bombenschuss von Asensi. Jener Mann, der das 1:0 für FC Barcelona erzielt hatte. Helmut Zenekovic hat versucht, in der Pause seine Mannschaft etwas zu beruhigen, ihr einzuflößen, doch zu versuchen, noch so günstig wie möglich wegzukommen, sich durch den Rückstand nicht irritieren zu lassen und zu versuchen, das zu befolgen, was in den ersten 45 Minuten nicht gelungen war. Gallego, der neue Mann bei Barcelona, Rife, Reschak. Er spielt anstelle des gesperrten Martial, und ich möchte fast sagen, er ist eine Verstärkung für den FC Barcelona. Nimmt man das Linzer Spiel zum Maßstab, aber das Linzer Spiel, das wurde heute in den ersten 45 Minuten bewiesen, war kein gültiger Maßstab für das Spielkönnen des FC Barcelona. Fehler von Fuchsbichler, und im Zurücklaufen hat er den Kopfball von Reschak noch erreicht. Erwin Fuchsbichler, 22 Jahre alt, und durch die Verletzung des Teamtorhüters Rettensteiner ins Tor von Föstlinz gekommen. Ihn trifft an den Verlusttreffern keine Schuld. Sie waren klar herausgespielt von FC Barcelona. Das erste Tor allerdings nach einem missglückten Pass, möchte ich fast sagen, von Stering. Stering ist in einen Pass hineingekrätscht,
hat den Ball nicht unter Kontrolle bekommen, hat eine Idealvorlage für Johann Cruyff gemacht und der hat Asensi in Schussposition gebracht. Das war insofern ein doppeltes Unglück, als Föst Linz bis dahin sich auf das Spiel gut eingestellt hatte, die außergewöhnliche Atmosphäre hier in Barcelona bereits verkraftet hatte und dann durch dieses Tor außer Rand und Band geraten ist. Die Formationen haben sich sukzessive aufgelöst. Man fand die Einstellung zum Gegner nicht mehr. Es fehlte natürlich auch etwas der Anreiz dann. Man fühlte sich durch das 0:1 geschlagen und die Folge waren weitere Tore innerhalb kürzester Zeit. Cruyff. Juan Carlos und das ist das 4:0. Idealer Pass von Johann Cruyff für Juan Carlos, den rechten Mittelfeldspieler und 4:0. Eine unliebsame Begrüßung in der zweiten Hälfte. Es scheint so weiterzugehen wie in den ersten 45 Minuten. In der 49. Minute also Juan Carlos, 4:0 für FC Barcelona. Ulmer. Gallego. De la Cruz. Herrlicher Doppelpass. Zeitweise zieht der FC Barcelona alle Register seines Könnens. Eines sicher sehr hohen Könnens. Die Mannschaft hat bestimmt europäisches Format, wenn sie nicht wirkliche Weltklasse darstellt. Einige Spieler sind es ja, Cruyff, Neskens, Asensi und auch Reschak. Sterling wollte Lorenz anspielen. Abgeblockt. Asensi für Cruyff. Foul von Kottan gestoßen. Cruyff hatte sich in den ersten Minuten Juri Kottan entzogen. Er war völlig passiv. Er ist links und rechts am Spielfeldrand gestanden. Hat so Kottan gezwungen, von ihm eigentlich wegzugehen. Plötzlich war er da, das war die Einleitung des 1:0. Sterling hängt sehr weit zurück. Die ursprüngliche Absicht von Föst war, besonders defensiv zu spielen. Aber auf dem großen Spielfeld des Barcelona-Stadions ist das nicht gelungen. Das Spielfeld, das habe ich schon einmal gesagt, ist wesentlich größer als jenes in Linz. Der Unterschied dürfte in der Breite ungefähr 6 Meter ausmachen. Mit einer Länge von 103 Metern und einer Breite von 72 Metern erreicht dieses Stadion, das Spielfeld dieses Stadions, Höchstmaße. International soll ja ein Spielfeld nicht länger als 110 Meter und nicht breiter
als 75 Meter sein. Aber so wie dieses Spielfeld etwas überdimensional ist, so ist es der ganze Club des FC Barcelona. Wenn man hier die Verwaltung sieht, wenn man das Stadion sieht, wie es selbst an Wochentagen lebt, wie Bewegung im Stadion, in den Innenräumen ist, wie Geschäftigkeit dort herrscht, dann weiß man, dass hier ein großer Fußballbetrieb in Gang ist. Der FC Barcelona hat ja 72.000 zahlende Mitglieder, ein Budget, das ungefähr 400 Millionen Peseten erreicht. Kein Wunder, dass man sich solche Spieler wie Cruyff, der eben einen herrlichen Pass mit der Ferse zurück zu Asensi gemacht hat, leisten kann. Spieler, die auf dem internationalen Markt beinahe unerschwinglich sind, die leistet sich der FC Barcelona. Und das soll man ein wenig in Rechnung stellen, wenn man dieses 0:4 von Föst hier beurteilt. Asensi, Reschak, Milanovic. Aber das sind keine Passes für Angriffsspitzen, das sind Befreiungsstöße. Passes nicht mehr mit der letzten Konzentration. Asensi, Reschak, Schuss von Reschak. Und da war er etwas zu eigensinnig. Klares hatte sich links angeboten. Hier Fuchsbichler, er kam ja von Kapfenberg zu Rapid, dann ging er nach Bregenz und von dort kam er zu Föstlinz. Für Fuchsbichler ist es übrigens nicht die Europacup-Premiere. Er hat beim Auswärtsspiel von Rapid, im Europapokal der Cupsieger in Saloniki, beim 2:2 mitgewirkt. Auch damals kam er durch die Verletzung des Standardtormannes von Antrich, der sich einen Finger gebrochen hatte, ins Tor. Damals ging das glücklicher aus als heute. Und so hatte Erwin Fuchsbichler gehofft, dass sich hier in Barcelona die Wiederholung von Saloniki ergibt. Ein 2:2, das wäre das Traumresultat von Föst gewesen. Cruyff gegen Kottan, gesperrt und indirekter Freistoß. Mitunter ist das Spiel von Barcelona holländisch. Aufgelöst die herkömmlichen Positionen und Formationen. Annäherung an totalen Fußball. Und bei Föst Linz wärmt sich Rath auf. Also ein Verteidiger, ein neuer Verteidiger soll ins Spiel gebracht werden. Schuss von Kottan, das war eine Riesenchance. Riesenchance
für das Ehrentor durch Juri Kottan. Juri Kottan von MTK Budapest zu Föst gekommen. Er hat hier den Aufenthalt in Barcelona dazu benutzt, Kocsis zu besuchen. Kocsis ist ja ein Barcelona-Star in den 50er Jahren und anfangs der 60er Jahre gewesen. Er leidet unter einer schweren, unheilbaren Krankheit und ist nur noch ein menschliches Wrack. Wieder Kottan. Ein Team, das durch Johann Cruyff Profil und ich möchte fast sagen Weltklasse-Format bekommen hat. Reschak. Und das gibt Elfmeter. Elfmeter wegen Fouls an Cruyff von Milanovic und Brzic in die Zange genommen bei dieser Flanke von Reschak. Und ich glaube, hier kompensiert Schiedsrichter Kitapchan etwas. Er holt sozusagen den Elfmeter aus der ersten Spielhälfte nach dem Foul an Neeskens durch Huberts nach. Elfmeter also in der 74. Spielminute und Reschak wird schießen. Getäuscht und 5:0 in der 75. Spielminute. 5:0 Torschütze Reschak. Hier haben Sie die Großaufnahme dieses Spielers gehabt. Ein junger Spieler, der auf dem Sprung in die spanische Nationalmannschaft ist, der heute den gesperrten Martial hervorragend vertreten hat. Fünf zu null also für den FC Barcelona im zweiten Spiel der ersten Runde im Europapokal der Landesmeister. Und Föst Linz muss hier bitteres Lehrgeld bezahlen. Cruyff. Sterling. Für mich der beste Spieler der Linzer. Bei ihm zeigt sich, dass Routine in so großen Spielen einfach notwendig ist. Er hat sie als österreichischer Nationalspieler. Klares. Cruyff. Kottan ist es also nicht ein zweites Mal gelungen, Cruyff auszuschalten. Auf der Busfahrt hier ins Stadion hat er noch gesagt, außer mir kann nur noch Berti Vogts gegen Cruyff
gut spielen. Ein zweites Mal ist ihm aber die Leistung von Linz nicht gelungen. Es war ja auch eine ungleiche Ausgangsposition. Zwei grundverschiedene Spieler. Kottan, ein Bulle von 1,87 Metern Größe. Wiegt 87 Kilogramm. Und Cruyff ist gute 20 Kilo leichter und 10 Zentimeter kleiner. Cruyff, Huberts, Kottan. Schaman. Asensi. Cruyff. Foul von Kottan, eindeutig. Freistoß jetzt 10 Minuten vor Schluss für den FC Barcelona. Der Ball ist von der Mauer abgeprallt, noch im Spielfeld. Huberts, Milanovic, der Mannschaftskapitän. Ulmer, Kircher, vielleicht gelingt der Ehrentreffer. Rath. Und jetzt auch ein Fehlpass von Sterling, den offenbar die Kräfte verlassen. Der Spieler hat aufopfernd gekämpft und er war auch der erfolgreichste Linzer in diesem Spiel. Fürst bestimmt unter dem wahren Wert des österreichischen Fußballmeisters hier geschlagen. Aber es ist eben doch etwas anderes, Meisterschaft zu spielen, internationale Freundschaftsspiele zu spielen und Europacup. Die Faszination, die von diesem Bewerb ausgeht, die hat heute, glaube ich, mitgespielt gegen Fürst Linz. Die Mannschaft hat einfach nervlich nicht durchgehalten, hat sich nicht konzentrieren können, hat kapituliert vor dem großen Gegner an einer traditionsreichen Stätte des europäischen Fußballs. Cruyff führt persönlich den Freistoß aus. Das Publikum akklamiert jeden Ballgewinn. Man hört überhaupt keine Pfiffe hier im Stadion, keine Pfiffe gegen Barcelona, auch nicht in Phasen, in denen die Mannschaft
nicht gefallen kann. Riffe und Hubert. Barcelona-Anhänger zu sein, das ist eine Art Weltanschauung im spanischen Fußball. Zu Barcelona zu gehören, ist eine Auszeichnung. Und mir ist gestern gesagt worden hier, dass ich unter den 72.000 Mitgliedern von Barcelona sogar Tote befinden, für sie zahlen Erben und Anverwandte weiter den Mitgliedsbeitrag. So haben sie es im Testament verfügt. Sie wollen sozusagen über den Tod hinaus Barcelona die Treue halten. Und wenn man diesen Fanatismus, diese Einstellung zu diesem Club hier tausendfach bewiesen merkt, dann weiß man, was die Grundlage für diese erfolgreiche Mannschaft ist. 72.000 Mitglieder schaffen die finanzielle Grundlage. Hubert. Noch 7 Minuten zu spielen. 7 Abschiedsminuten für Föst Linz im Europacup der Landesmeister. Das Spiel von Barcelona, das so beweglich gewesen ist, ist statisch geworden. Cruyff, das ist seine Spezialität, sich an die Outlinie zurückzuziehen und von dort blitzschnell zu kommen und beinahe auch einen Treffer eingeleitet. Asensi hatte geköpfelt. Schaman. Noch 5 Minuten zu spielen. Hier Großaufnahme von Schiedsrichter Kitapchan, Michel Kitapchan aus Nizza. Er war dem Spiel ein souveräner Leiter. Hubert. Und da hat Rath versucht, den Ball wenigstens mit der Hand ins Tor zu befördern. Ist nicht gelungen. Noch 4 Minuten zu spielen. Föst Linz hat hier nicht schlecht begonnen. Das Debakel hat sich in der Anfangsphase nicht abgezeichnet. Just in jenem Augenblick, in dem die Mannschaft voll da war, in dem sie mit einigen Konterschlägen sogar das Tor der Spanier gefährdet hat, in diesem Augenblick hat sie das erste Verlusttor hinnehmen müssen. Wie schon so oft gesagt in dieser Übertragung heute, es war ein missglückter Pass von Stering, ein Hineingrätschen. Cruyff hatte den Ball aufgenommen und dann Asensi die Torchance geliefert. In den entscheidenden Phasen dieses Spieles hat dann FC Barcelona seine unzweifelhaft vorhandene große Klasse ausgespielt, dirigiert von Johann Cruyff, angekurbelt lange von Neskens, spielerisch gut unterstützt von Asensi
und auch von Rejac hat die Mannschaft totalen Fußball gezeigt, hat gezeigt, dass nicht nur Holländer in der Mannschaft spielen, dass nicht nur ein Holländer, nämlich Nationaltrainer Rinus Michels, ihr Trainer ist, sondern hat auch bewiesen, dass die Mannschaft sich in der Spielart dem holländischen System sehr nähert. Fürst Linz ist es nicht gelungen, die Absicht ähnlich wie in Linz zu spielen, in die Tat umzusetzen. Das 0:1 hat der Mannschaft das Genick gebrochen. Es hat sich letztlich herausgestellt, dass für einen Europacup der Meister eben nicht nur der österreichische Fußballmeistertitel allein genügt, sondern dass man dafür unerhörte Routine braucht. Bei der Beurteilung des 0:5 soll man auch in Rechnung stellen, dass hier Fürst Linz einem wirklich renommierten Gegner unterlegen ist, einem Gegner, der alle Möglichkeiten für Weltklasse-Fußball vorfindet. Im Jubiläumsjahr FC Barcelona feiert heute sein 75. Jubiläum, dürfte also mit dieser Mannschaft auch in den weiteren Runden des Europacups der Meister zu rechnen sein. Noch eine Minute ist zu spielen. Ich möchte diese Minute nützen, um Ihnen noch einmal die Torschützen zu sagen. In der 23. Minute Asensi 1:0, 29. Minute Klares das 2:0 und gleich darauf das 3:0 durch Klares. Jetzt der Schlusspfiff, 49. Minute 4:0 durch Juan Carlos und in der 75. Minute ein Elfmeter von Rejac, das 5:0. Mit 0:5 muss sich Fürst Linz aus dem Europacup der Meister verabschieden und ich verabschiede mich aus Barcelona und hoffe, Sie hatten Vergnügen trotz des 0:5 an diesem Fußball.